Sind alle da schon oder fehlt noch einer? Markus ist doch nicht da, oder was? Scheint schon. Ich habe mich extra beeilt, weil ich damit gerechnet hätte, dass der schon wieder vor mir da sein wird. So, bin wieder da. Gut. Dann können wir jetzt direkt mit dem nächsten Teil starten. Ich habe nur gleich schon mal Essen bestellt für meine Freundin und Ach so. Für nachher, wenn wir hier fertig sind. Ja, alles gut. Ich war auch schnell auf Klo, bin aber auch schon wieder da. Alles ist gut. Ja, alles gut. Nur, wir hören ja hier um eins auf, da habe ich 1:30 ungefähr Essen bestellt. Ja, wir haben jetzt noch in etwas mehr als eine Dreiviertelstunde. Ja. Dann geht's ja morgen. Entweder mit dem Rest noch weiter, ich weiß nicht, wie wir heute noch schaffen, oder wir machen dann morgen noch die Playlist weiter. Die wir ja schon immer mal angefangen hatten. Ich glaube, der nächste müsste ein Überlebenskampf sein, wenn ich es richtig im Kopf habe noch. Ja, aber muss ich mal gucken, ob ich dann da noch was bearbeiten muss wegen zu viert oder zu dritt. Wir können auch einen Überlebenskampf zu dritt spielen, das ist ja nicht das Problem. Ja, aber jetzt so Teamspiele bringt ja nichts. Natürlich nicht, aber wir schauen wir mal. Also in unserer nächsten Aufnahme ist ja schon mit Enrico noch nicht dabei sein. Das liegt daran, dass quasi jetzt, wo wir jetzt hier aufnehmen, das Osterwochenende ist und er halt mit der Familie unterwegs ist und kann man auch verstehen, ist ja vollkommen in Ordnung. So. Schade, dass er natürlich nicht da ist, wir hatten eigentlich mit ihm gerechnet, aber nun ja. So, weiter geht's. Mhm. Genau so ist es. Dann haben wir. Jetzt muss ich kurz noch mal eine Panzerung kaufen. Und dann geht's sofort weiter. Mit dem Lauschangriff. Oh Gott. Das, was Kev immer macht, wenn. Naja, lassen wir das. Bitte was? Ja, Ivan. Sind alle bereit? Ja. Ich bin auch bereit, ja. Okay, mit Autos fliegen irgendwie in ein Flugzeug rein, das kann nur gut werden bei mir. Wir sollen nicht ins Flugzeug rein. Hä? Wir sollen nicht ins Flugzeug rein. Der hat euch mit den höchstmehreren Zielfahrzeugen hext ja die Datenpakete zu. Achso, wir müssen in die Nähe kommen. Ach Gott. Hier, Kev, das ist doch dein Outfit, der Dilettant. Das ist doch genau was für dich. Nee, nee. Bei mir ist er der Laie. Oder der Hoffnungsvolle. Ich hoffe immer, dass ich die Mission schaffe, aber meistens verkacke ich sie. Ach, mal gucken, wie es läuft. Wahrscheinlich bei mir absolute Chaos. Klappe zu. Ja, es ist zu. So. Wie gesagt, wundert mich, dass der Enrico hier mit seinem Auto steht. Wie gesagt, das ist normalerweise seiner. Okay, okay, no time to waste. You're picking up. Hat der schwarze Auto da vorne? Hä? Hat der schwarze Auto da vorne? Ja, nicht der vor uns stand, das war meiner, aber der schwarze SUV, der hinter uns stand. Das ist Lesters Auto. Das ist Lesters Auto? Ja. Okay. Herr Lester, nicht kommen dieses komische blaue Ding? Mal eine Markierung machen? Nee, aber das ist doch schon hier vorangeschritten. Ich hatte aber jetzt schon mehr Kohle. Aber ich bräuchte mal einen Wegpunkt, bitte. Danke. Ja.
Und da Gunther hat er mir Kohle. So. Kilometer noch. Sind das nur zwei Autos? Gott sei Dank. Oh Gott. Ja, das. Ich nehme das Pinke. Ich sehe mein Auto. Mein lackiertes Auto. Hier ist meins. Hä? Mein lackiertes Auto. Ich habe auch meins gefunden. Oh Gott. Welches Ziel wollt ihr nehmen? Ich fahr zu B. Dann fahr ich zu A. Dann fahr ich A. Ich werd krank. Hacke ein Ziel. Hack, 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 hack. Oh, und mehr. Wieder mal. Alter, der Controller. Müllwagen! So. Hey, ich habe C unterwegs. Dann nehme ich C. Wenn ich C, dann nehme ich A. War ich gerade. Okay. Die schießen ja auf einen. Ja.
Was du nicht sagst. 70%. Vor allem, ich kann den mit dem Maschinengewehr nicht mal treffen da oben drin. Du kannst mit vier Raketen aufwechseln. So. Jetzt kann ich aber das Ziel nicht mehr hacken. Gut. Dann hat sich C jetzt erledigt. Hallo. Ich fahre jetzt noch zu D. Ich bin schon unterwegs. Ich wollte D machen, ich bin nur C unterwegs begegnet. Aber du kannst auch zu D fahren, alles gut. Baby, du bist bei A noch dran, ne? Ja. B haben wir auch. Ja, B ist weg. Gut. Sehr gut. Kümmert sich der Markus jetzt um noch ein D. Und dann müssten wir es eigentlich haben. Ich würde zwar fast sagen, die Zeit ist sehr großzügig bemessen, aber ich vermute, dass da jetzt nochmal 3-4 Ziele kommen. Ja, das ist, glaube ich, kommen gute. Ach Gott. Ja gut, im Vorschaubild war ein Flugzeug, ne? Das kann jetzt bedeuten noch. Ja, das kommt jetzt als letztes Ziel, wie ich hier von eurem Flugzeug. Badamt. So, da, mit dem Fahrzeug kann ich als Amphibienfahrzeug benutzen, das schwimmt auch, ne? Ja, ich mal. Okay, dann kümmere ich mich um B. Okay. Ich glaube, du musst einfach die Kreuzfahrt wegdrücken, dann musst du das eigentlich auch in den Schweden gehen, das kommt. Warte mal, das B ist ja direkt daneben, da brauche ich nicht den Umweg zu fahren. Also das geht im Wasser, oder was? Ah, jetzt. Sag mir doch nicht, das Auto ist fürs Wasser geeignet. Ich fahr mit dem Ding ins Wasser. Auto ist zerstört. Du musst ja, du musst vorher X drücken. Vorher. Ja, das hat man mir vorher nie gesagt. Ich war mit dem Ding noch doch, nicht so. Doch, das Spiel hätte dir das vorher gesagt, wenn du nicht so voreilig gewesen wärst. Nein, ich frage extra nach und frage nach und mal, darf ich mit dem Auto ins Wasser? Ja, ja, ist kein Problem, das Auto schwimmt. Und weil kurz bevor ich ins Wasser bin, kam bei mir hier Lester, hier, du kannst mit X auch Schwebemodus anmachen. Ja, das kam bei mir, als ich im Wasser schon stand und dann wollte ich rein. Das sagt er mir, nö, ist nicht. Alles gut. Passieren. Jetzt weiß ich Bescheid, dass es nicht geht. Alles gut. Da merkt man mal wieder, Cash kommt nicht damit klar, wenn es zu feucht wird. Das sagst du. Man merkt, er kennt dieses Auto nicht. Ich kenne dieses Auto wirklich nicht. Das Auto kann sogar noch mehr, es kann fliegen. Ja, das wird schon klar, das ist der Schwebemodus. Ich meine so richtig fliegen. Zurück in die Zukunft. So, also nochmal zu B. So, ich freue mich schon mit diesem scheiß Schwebemodus mal an. Was heißt, wie kann der fliegen komplett? Also ich schwebe tue ich jetzt gerade. Kommt als nächstes. Okay. Kommt als nächstes. Wir üben jetzt den Wind. Ich mach das Auto, das habe ich die alle Sachen ausgeraubt. Ich hab dann halt wie gesagt, ich nutze den halt nicht. Guck mal, ich werd hier überholt. Ach, wie gesagt, alles gut. Das passt. Selten mal, dass man mal eine Folge hinbekommt ohne Fails. Und das war jetzt wieder mal so eins meiner. Das war auf jeden Fall der beste Fail für heute. Passiert halt, habe ich gesagt. Ja, aber da sollte man mal fragen, präzise antworten. Und ja, der kann schweben, der kann schwimmen und so. Ich habe ja gesagt, ich muss gar nicht weg, da kommt so ein Schwebemodus. Nein, ich habe gefragt, ob ich mit dem Auto schwimmen kann. Und das hieß es, ja, kannst du. Monsters.
Entschuldigung. Ich lebe doch. Entschuldigung. Ich habe einfach das Mund weggeschossen. So, du bist jetzt unterwegs zu C, ne? Ja. Die anderen beiden sind schon erledigt. Ich kann die Scheibe rechnen. Jetzt habe ich überhaupt ein Glas mehr. Ach, bei mir ist ein bisschen gesplittert. Da müssen noch nie geschossen. Eigentlich sind die Dinger ganz witzig. Wenn man weiß, wie es funktioniert. Das heißt, wie funktioniert. Er verkillt dann da vorne. Ja, das war Absicht. Gott sei Dank habe ich ihn gerade nicht getroffen. Ich war nicht mal die Gegenschießen. Markus, du musst gerade ums Letzte, ne? Ja, ja. Was? Musst du dich gerade nur ums Letzte? Ja. Dann können Kevin und ich schon mal Richtung Flughafen gehen. Und ich muss ihn nicht treffen. Da steht ein Flugzeug. Der Flieger, der hier rechts steht, ist das, hat das mit der Mission zu tun? Kann sein. Wir müssen aber erstmal irgendwie so ein Treffpunkt vorbeikommen. Ja, du musst ja jetzt reinkommen, ne? Weil hier steht so ein Transportfliege. So diese Transport, diese Transport. Die normalerweise. Hä? Mit dem Reinkommen. Ach. Wir warten mal hier. Yeah. Klingt wie Braun Strowman. Part 2 is in the system. The data set is nearly complete. Wart auf, so Kuru Surf. Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon da. Wir warten müssen. Ich bin gerade aufs Gelände drauf gefahren und trotzdem und jetzt muss ich da wieder runterfahren. Ach, geht mir. Warte mal, ich muss mal gerade wieder zu einem anderen Punkt. Ne, ist doch richtig. Dann gleich. Weil der mir einen komplett anderen Punkt anzeigt. Die beiden pinken Flitzer sind schon mal da. Einziger Unterschied, du hast blaue Streifen, ich hab wieder Streifen. Ja. Kein blöder Spruch, okay. Ich konzentriere mich hier, einer muss doch den maskulinen Part übernehmen. Und du behauptest, du bist der? Ja. Ernsthaft? Ich nutze gerade nicht das pinke Fahrzeug. Bei dem Charakter behauptest du, dass du der maskuline Part bist? Ja. Das glaube ich nicht. Oh, das geht sogar gut. Alter, das Kurvenverhalten beim Schwebemodus ist halt einfach mal gerade. Ja, ja, der driftet übelst. Ich werde einmal anbumsen. Ja, ich wollte zum Baby mal kurz. Jetzt hinterher. Und hier aufstammen. Sieht ja aber natürlich so nach die Flügel.
Das gibt's jetzt schief. Mann, da geht nicht in Schwebemodus. Jetzt. Lustig, dass meiner nicht in Schwebemodus will. Passiert beim Heck irgendwie gar nicht. Doch, bei mir schon. Ich bin direkt runter. Ich bin bei fast 50% jetzt. Achtung, Heli. Heli hinter uns. Ich kümmere mich mal um die Helis. Ja, ich bleib am Heck dran. Sind 70%. Scheiße, ich bin raus. Ich bin aus dem Modus raus. Ich muss gucken, wo der Jet ist. Ich weiß hier, die gehen mir auf den Sack gerade. Hier ist der Jet. Ja, der visiert aber auch nicht an gerade bei mir hier. Ich muss wieder in den Modus. Ja, in den Flieger ran. Jetzt. Ah. Ich vergesse immer, dass die Abfeuertaste eine andere ist im Spielmodus. Bin drin. 99, 100. Prozent und ich sterbe, das war ja sehr wichtig hier. Ja. Auf dem Leben finde ich. Wie siehst du vor Weg? Bringen die Deluxe zum Abgabeort, Abschlussort, ja. Deluxe. Ja, Deluxe oder wie auch immer das Ding aus. Deluxe. Also im Englischen heißt es ja Deluxe. Hä? Ein Lachs. Fisch? Was? Wo? Ja, Deluxe, ich weiß keine Ahnung, wie das im Englischen ausgesprochen wird. Ich kenne beide Varianten schon irgendwie. Wo ist der Ort eigentlich? Unten irgendwo, auf der Straße. Oder nee, ja, bestimmt auf dem Dach hier vom... Keine Ahnung. Dach? Hä? Parkhaus hier oben bestimmt. Ja. Ach so, ja. Hui, buff. Also ich stehe schon am Bord. Weiß nicht, was ihr macht. Ich fahr gerade unten hoch. Hättest du einfach auch oben drauf landen können. Ich weiß, ich bin aber gerade irgendwie falsch aufgekommen. Bin weggefallen. Ich schweb gerade ein, so ganz langsam.
brauchen wir den dramatischen Auftritt. Kurz auf die Toilette, ne? Zack. Erledigt. Und ich habe sie nicht verkackt und bin nicht gestorben. Das muss ich mal kurz anmerken. So, wir haben 26.000 dafür gekriegt. Ist aber okay. Schönes Geld. Nimm mal mit. Dankeschön. So, ich habe wieder irgendwas. Schwarze Bildschirm, Ladestrecke, wie auch immer. Ja, Ladebildschirm ist gerade echt lang. Mhm. Ah, jetzt. Lange. Nee, ja, das ist alles gut. Jetzt ist. Ich bin schon im Spiel wieder. Ich bin immer noch im Ladebildschirm. Ah, sehr blöd. Jetzt bin ich auch draußen. Verschwörte Basis. Nach gefühlten 30 Stunden hier. Ja. Sind wieder genug Leute los. In der Gegend. Jetzt kann ich auch noch schnell meine Büste abgeben hier bei Salomon. Ja. Wir standen hier gerade Wellen 2 Polizisten auf der Straße. Hm? Wir standen gerade so einfach zwei Wellen Polizisten einfach über Auto, einfach mit der Autobahn. Vielleicht haben andere Spieler welche Mist gebaut. So. Noch ein Filmrequisit abgegeben. Yay. Ja, meiner wollte ja nicht. Salomon ist ja zwischendurch verschwunden, weil er da 20 Kilometer von oben nach unten runterfahren muss. Simon, Gerald,
Ausgang. Ach, da hoch muss ich. Oder dann fahren wir da eben kurz hin, das Ding am abgeben und dann machen wir Feierabend für heute. Ja, zumindest die Folge. Wer von euch wohnt hier direkt beim Film, links, oder ist das hier? Ich. Das ist mein Apartment. Dann gehen wir das noch kurz ab. Dann lädt Baby uns wieder ein. Zu sich. 2 von 10. Ach, ihr habt das andere Filmrequisit auch mit direkt mitgenommen. Okay. Ich hatte da die Kugel, diese komische Erdkugel da noch. Ah, gut. Dann haben wir das auch beides abgenommen. Yay. Genau. Und dann machen wir jetzt hier das Folgen hin und dann geht's direkt wieder weiter mit der nächsten Mission.